Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 1. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Jungfrau. Unserem Planet Erde hat einen Einfluss von Stern Cosma. Und dieser Stern heißt übersetzt umarmen, umfassen etwas. Bei den Babylonier galt dieser Stern Cosma als der Gott Coxa, der Gott der Prophezeiung und der Gott der Orakel, etwas voraussagen. Mond hat eine zunehmende Mondphase und es nähert sich zu Vollmond. Morgen ist Vollmond. Mond bewegt sich im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Löwe und zwischen Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond bekommt einen Einfluss von Regulus. Regulus gilt als eine von den königlichen Sternen. So haben die alten persischen Astronomen das bezeichnet etwa 3000 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Regulus galt immer der Stern der Könige und Herrscher und vermittelt auch Macht. Für unser Leben bedeutet, auf unserem Herz zu hören. Befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Regulus ist die Herz der Löwen. Und die Tierkreiszeichen Löwe hat einen Bezug zu unserem Selbst. Also unserem Selbstliebe oder unserem Herz wahrnehmen, unserem Herzensangelegenheit, das zu beherrschen. Das ist der Einfluss von Regulus. Nicht nur Regulus bestrahlt die heutige Mondbewegung, sondern auch Cosma, das gleiche wie unserem Planet Erde auch diesen Einfluss bekommt. So Prophezeiungen, Orakel, so haben mindestens mal die Babylonier das gesehen. Es gibt heute eine gewisse Spannung zwischen Mars und Venus. Mars ist das männliche, Venus ist das weibliche. Natürlich handelt es in erster Linie um die Liebepartnerschaft. Aber Venus hat einen Einfluss auf Selbstständigkeit, aber auch Kunst, Kreativität, diese Bereiche, auch im Arbeit kann einen Einfluss nehmen. Und Mars, natürlich die Einschränkungen, das ist gerade unbeweglich. Also es gibt viele Menschen, die das nicht in die Liebe, Partnerschaft, diese Spannung verspüren, sondern ihre Selbstständigkeit, ihre künstlerische Tätigkeit im Arbeit, in einem kreativen Bereich, wo gerade alles so unbeweglich erscheint. Aber es gibt immer eine Lösung. Und bei dieser Spannung liegt die Lösung in die goldene Mitte, die goldenen Schnittpunkt. Und das habe ich berechnet, das befindet sich 6 Grad Wassermann. Und habe ich auch angeschaut, welchen Einfluss bekommt hier in diesem Bereich, dieser Schnittpunkt, dieser goldenen Schnittpunkt. Bos bestrahlt diese Gradzahl. Und diesem Stern Bos heißt Gesicht, etwas in Gestalt bringen. Natürlich, die Tierkreiszeichen Wassermann gibt auch die Ausgleich, die Luftelement, diese Leitigkeit, etwas in Form zu bringen, in Gestalt zu bringen und das mit Leitigkeit betrachten. Aber es gibt nicht nur diesen Spannungsaspekt heute, sondern sehr schöne Einflüsse, auch unerwartete Ereignisse, eine Überraschung und auch im rechtlichen Lage auch eine gute Einfluss und alles, was mit Finanzen zu tun hat, die Finanzamt, die Steuer, die Banken oder Investitionen.
Alters die Buchhaltung, vielleicht so könnte ich das mal korrekt beschreiben, die Buchhaltung oder eine erbschaftliche Sache können wir gerade in Ordnung zu bringen, weil das ist eine fließende Energie momentan. Und Glück in die Liebe kommt auch, also trotz dieser Spannung, trotzdem die Chancen, Möglichkeiten. Wichtig ist auch, dass heute uns leicht fällt, etwas loslassen, etwas beenden, von etwas trennen. Und diese Spannung kann natürlich auch die Ängste sein und es besteht die Möglichkeit, diese Ängste zu bewältigen und die Chancenmöglichkeiten, diese Neuigkeiten sind auch sofort da. Und wie wirkt es auf den einzelnen Tierkreis zeichnen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf. In die gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Jungfrau in Westhorizont nach unten. Und die Tierkreiszeichen Fischen Geborenen bedeutet, das wahrgenommen zu werden. Die brauchen Anerkennung. Und es gibt schöne Einflüsse. Chancen, Möglichkeiten, Veränderungen, es ist alles möglich. Die Fischen geboren sollen auf den inneren Gleichgewicht achten. Aber diese Spannung zwischen Mars und Venus, das trifft die Fischen geboren, weil hier bewegt sich die Planet Venus, die Planet die Liebe, aber auch Kunst und Kreativität hat auch einen Einfluss diesem Planet. Also das bedeutet für die Fischengeborenen, sie wünschen sich wahrgenommen werden. Sie haben gute Chancen, etwas in Ordnung zu bringen, besonders was die Buchhaltung betrifft. Oder sie haben Glück in einer rechtlichen Lage. Oder sie bekommen ihre Rechte. Eine gewisse Spannung ist in der Liebe, Partnerschaft oder in bestimmter beruflichen Richtung ist möglich. Aber es gibt diese Lösung, diesen goldenen Schnittpunkt. Das heißt, etwas in Form zu bringen, aber mit Leichtigkeit und loslassen die Ängste oder Zweifel. Das ist diese Transformation, weil das holt die Fischengeborenen raus und dann erleben die Tag als schön und angenehm. Unerwartete Ereignisse sind auch möglich oder eine wichtige Nachricht. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist eine gute Energie, sie haben Mut und Kraft. Können unerwartete Ereignisse kommen, aber damit haben die Wiedergeborenen Glück. Ist auch ein Aufstieg. Sie können sich noch nicht so präsentieren, wie sie das wünschen, aber bald kommt auch diese Anerkennung, weil in die nächste Zeit werden die Wiedergeborenen auch wahrgenommen und bekommen auch die Lob und Anerkennung. Ein bisschen Geduld noch, aber unerwartete Ereignisse, Veränderungen sind jetzt schon möglich. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema die Finanzen. Und jetzt, wenn die Mond jetzt übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau, und das ist schon heute ist der Fall, die Mond bewegt sich schon im Grenzbereich, also übergeht im Jungfrau, dann haben die Stiergeborenen einen guten Mondeinfluss. Dann können sie auch ihren Finanzen kümmern oder einen Vertrag unterschreiben oder etwas investieren. Die Chancen, die Möglichkeiten sind da, gerade Gewinn zu machen oder einen Vertrag unterschreiben, was auch Gewinn bringt bei den Stiergeborenen. Liebe Partnerschaft, haben die Stiergeborenen auch Glück. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sind von etwas begeistert. Sie haben auch was schon gestartet, angefangen und das hat einen Grund schon, die Fundament ist schon da. Und wie geht das weiter, die weiteren Bewegungen? Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben das Gefühl, es ist zu viel, zu stressig. Sie verlieren gerade die Kraft. Aber weiterzumachen,
was sie so vorhaben oder Veränderungen auch wahrnehmen, aktiv zu sein, brauchen die Zwillingsgeborenen die Kraft. Wichtig ist zum Überlegen, welche Richtung setzen sie ihren Kraft ein. Es kann auch möglich sein, dass jemand etwas verlangt und die Zwillingsgeborenen setzen sie sich ein und dabei fühlen sie sich aber ausgenützt. Also auf die Kraft, daran sollen die Zwillingsgeborenen jetzt achten. Weil wo liegt die Kraft? In die Ruhe liegt die Kraft. Und genau das benötigen jetzt dringend die Zwillingsgeborenen. Ein gewisser Rückzug, die Ruhe bewahren. Diese Kraft, diesen inneren Kraft verspüren, weil genau das ist der Erfolg, womit die Zwillingsgeborenen weitermachen können oder ihre Ziele erreichen. Wenn sie sich aktiv sind und sich einsetzen, bis einen gewissen Grad, ist es gut und vorteilhaft. Aber wenn das zu viel ist, dann kippt die Waagschale und die Zwillingsgeborenen fühlen sie sich müde, erschöpft, kraftlos und fühlen sie sich auch ausgenützt. Also hier ist wichtig, die Balance zu halten. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt etwas in Form und sie haben Glück in die liebe Partnerschaft und ein gutes Gespräch ist auch zum Erwarten. Auch beruflich haben die Krebsgeborenen gerade Erfolg. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen, hier die Mondbewegung aktiviert Regulus, die Herz der Löwen. Und natürlich, das spüren wir alle durch die Mondenergie, aber intensiv spüren das die Löwengeborenen. Wichtig ist im heutigen Tag, damit bewusst zu sein, was ist in diesem Herz geschrieben. Weil das Herz ist nichts anderes, so bezeichne ich das, wie ein Schatztruhe. Es ist alles dort geschrieben, was in unserem Herzen liegt, was uns glücklich macht. Und danach sollen wir uns richten, weil wir möchten ein glückliches, zufriedenes Leben leben. Wir müssen nur in diesem Schatztruhe öffnen und das liegt in unserem Herzen. Und es ist alles geschrieben, unsere Berufung oder Hobby oder Familie oder die Berufung oder die Liebe, Partnerschaft. Natürlich, das ist auch eine Herzensangelegenheit. Alles, was uns begeistert, was uns glücklich macht. Bei jeder ist eine andere Schrift da. Jeder macht was anderes. Einer liebt Sport, andere möchte Sprachen lernen oder möchte auf die Reisen gehen. Dann gibt es Menschen, die die Haustiere lieben, wie auch immer. Auf dem Herz hören, weil das zeigt uns die Richtung. Und wenn wir in diesem Weg gehen, dann ist es sicher, dass wir ein glückliches Leben haben. Und das ist auch dieser Einfluss von Regulus. Beherrsche dein Leben, beherrsche dein Selbst, beherrsche so, dass du nach deinem Herz lebst. Und das natürlich ist eine Botschaft für uns alle, aber auch für die Löwengeborenen. Und hier gibt es auch noch karmische Themen. Natürlich, die aufsteigende Mondknoten bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen. Löwe, karmische Lernaufgabe. Und eine gewisse Unsicherheit in die Liebepartnerschaft ist spürbar oder bei den Gesprächen sind noch Unklarheiten. Aber heute ist mal sehr wichtig, auf dem Herz hören. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist auch ein wichtiges Thema, die Liebepartnerschaft. Und die Mondbewegung aktiviert etwas bei den Jungfraugeborenen. Es spiegelt auch etwas im Leben und das sind die Gespräche. Auf anderen zugehen, Gespräche suchen, Kontakte suchen oder zuhören, was die andere sagt oder was andere meint. Aber Venus spiegelt auch etwas für die Jungfrau geboren, wie wichtig das ist gerade die Liebe.
und da auch aktiv zu sein, auf anderen zuzugehen, aber das im Gleichgewicht halten, also das darf auch nicht einseitig sein. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist eine gewisse Leichtigkeit spürbar, die begeistert etwas. Gibt es auch Veränderungen bei vielen Waagengeborenen und die Kraft und die Mut ist da, etwas Neues zu starten. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeboren kommt etwas in Form und die Wassermanngeborenen haben Glück in die Liebe, Partnerschaft, aber auch im Bereich Arbeit, bei Selbstständigkeit oder einem künstlerischen Bereich oder alles, was kreative Arbeit bedeutet, alles, was mit Venus-Energie zu tun hat, Kreativität, Schönheit, Kunst, aber auch die Liebe, Partnerschaft. In diese Richtung haben gerade die Skorpiongeborenen das Glück. Eine Reise kann auch eine Bedeutung haben. Entweder eine Reise, da vielleicht die Liebe finden oder ein Besuch von Ausland kann auch eine Ausbildung bedeuten im Bereich Kunst und Kreativität. Das sind die Vorteile der Skorpiongeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen spüren auch diese Mars-Venus-Spannung, aber ist wichtig eine Lösung und es liegt in die goldenen Mitte, in diesem goldenen Schnittpunkt, Leichtigkeit, etwas in Form zu bringen, nicht aufgeben, nicht unsicher sein oder Angst zu haben und mit Leichtigkeit damit umgehen, das ist die Lösung. Und es kann im Bereich Liebe, Partnerschaft sein bei Mars und Venus oder auch bei Selbstständigkeit oder einem Beruf, was mit Venus-Energie zu tun hat, wie Kunst oder Kreativität. Und auch wenn das momentan unbeweglich ist, vielleicht durch die Ängste ist es alles unbeweglich momentan. Mit Leichtigkeit können wir etwas in Bewegung setzen und das ist die Botschaft für die Schützengeborenen. Unerwartete Ereignisse kann natürlich auch wirken oder etwas Neues, was die Schützengeborenen gerade begeistert. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeboren kommt in den Tagen etwas in Form. Sie bekommen Klarheit oder sie werden die Wahrheit erkennen. In die nächste Zeit wird ein beruflicher Aufstieg sein. In die Liebe, Partnerschaft haben die Steinbockgeborenen auch Glück. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist ein wichtiges Thema, gerade die Partnerschaft, die Liebe-Partnerschaft, es kommt auch im Fluss, aber nicht nur die Liebe-Partnerschaft, sondern die Freundschaften oder etwas gründen, etwas aktiv zu sein im Sportverein oder in einer Partei, etwas organisieren und daran liegt der Erfolg bei den Wassermann geborenen. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.